Hallo YouTube, hallo Freunde. Das ist jetzt mal ein anderes Video. Kein Gameplay-Video, einfach mal ein Informationsvideo. Ganz einfach. Wir wurden immer gefragt, ey, wie machst du mit der Freikamera? Mit der freifliegenden Kamera. Ganz einfach. Ihr geht, ich mache das mal eben auf Dokumente. Dann habt ihr eventuell, das ist für ATS genauso wie für ATS. Dann geht ihr bei, ich mache das jetzt mal für ATS, ATS Ordner aufmachen und dann habt ihr eine Config Datei. Die öffnet ihr. So. Dann sucht ihr, da ich jetzt ein bisschen einigermaßen auskenne, könnte es möglich sein, dass ich daran vorbeigehe, aber ich versuche das Beste daraus zu machen. Warte einen Moment, ich hab's gleich. Ich konnte es mal auswendig. Ah, da ist es. So. Da habt ihr eine 0 stehen. Da macht ihr bitte eine 1 rein. Dann gehen wir weiter runter. Und zwar zur Konsole. Da habt ihr auch eine 0 stehen. Und da gebt ihr bitte auch eine 1 ein. Entschuldigung. Eine 1 rein. Wenn ihr das gemacht habt, dass da und da oben eine 1 drin ist, dann seid ihr im Moment auf dem richtigen Weg. Dann können wir speichern, die ganze Klamotte schließen. So, und dann gehen wir mal auf den American Truck Simulator, um zu zeigen, dass ich jetzt keinen Müll erzählt habe. Eben mal schnell fortsetzen. Ach nee, geht ja gar nicht. Mann. Ich gehe mal eben in den ETS rein. Ist ja genau die gleiche genau die gleiche Einstellung. So, Spiel fortsetzen. Da ich ja irgendwo in was weiß ich stehe. Ja, komm her, mach hin. Du. So, dann gehen wir auf Fahren. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. So, jetzt sind wir hier in unserem LKW. Mit der Taste 2 können wir rauswitschen. Nicht wahr? So. Aber wir können uns nicht bewegen. Nur hier um den Kreis. So. Jetzt gehen wir wieder in den LKW rein. Drücken oben in die Zahlenreihe die 0. Dann sind wir unterm LKW. Die Maus bewegt ihr ganz einfach. Wenn ihr jetzt dieses schwarze Bild gesehen habt, dreht langsam vorsichtig die Maus. Zahlenziffer auf der rechten Seite, die 8. Da geht ihr nach vorne und nach oben, halt so wie ihr mit der Maus wandern werdet. Mit der 5 gehen wir weg, mit der 8 gehen wir ran oder vor und mit der 5 zurück. Mit der 4 gehen wir nach links und mit der 6 gehen wir nach rechts. So, und wenn die Kamera zu schnell ist, man hat ja eine Maus, das Rädchen, und das bewegt ihr dann nach hinten. Je mehr ihr dreht, desto langsamer wird es. Aber bis zum Punkt, wo es halt langsam ist.
Wenn ihr nach vorne, ne, dann könnt ihr da, was weiß ich, Superman spielen oder so. Wo war ich denn jetzt? Ach so, ja genau. So, wenn ihr jetzt nicht wisst, wo ihr seid, ihr denkt, ey, verdammte Hacke, ich habe mich verloren. Kein Problem. Drückt ihr ganz einfach die 1 und dann seid ihr wieder da. Im LKW. Ich hoffe, es war nicht zu schnell. Bitte versucht es aus. Also, wie gesehen, ich habe es gemacht. Es hat bei mir funktioniert. Viel Spaß mit der Freikamera. Ja. Und bis zum nächsten Infovideo. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß damit. Ciao.